R und L und L und R. So, wie geht das? Jetzt haben wir hier einen Widerstand R3. Dann kommt unsere Induktivität L1. Es liegt wieder die Gesamtspannung U über 1 und 2 an. Das ist jetzt Potentialpunkt 5. So, die Spannungen sind hier wie folgt. Das ist UR3, das ist UL1 und das ist die Spannung U. So, der Maschensatz, ich denke, ist klar, wir beginnen wieder hier. Das ist UR3. Gehen wir weiter. Plus UL1, da wir in Pfeilrichtung gehen. Jetzt gehen wir entgegengesetzt der Pfeilrichtung. Also minus U ist gleich 0. So, dann der visualisierte Maschensatz. Also von Potentialpunkt 1 nach 5 ist UR3. Von Potentialpunkt 5 nach Potentialpunkt 2 ist UL1 und von Potentialpunkt 1 nach Potentialpunkt 2, das ist wieder unser U. So, das sind die Potentialpunkte hier in grün. Zur Konstruktion, wir gehen wieder hier in die komplexe Ebene und sagen wiederum, uns ist bekannt, wo die eingespeiste Spannung U liegt. Das ist diese hier. Und diese Spannung U streckt sich ja zwischen den Potentialpunkten 1 und 2. Die Spannungen von R und L stehen wieder senkrecht aufeinander. Das führt entsprechend wieder zu unserem Thaleskreis. Jetzt brauchen wir, Sie sehen es schon, natürlich den Winkel I3, den Stromwinkel. So, und der Stromwinkel in diesem Fall ist natürlich nacheilend, weil dieser Zweig ist induktiv belastet. Nochmal wäre hier nur ein ohmscher Widerstand, würde I3 in Phase zu U laufen. Wäre jetzt nur eine Induktivität, würden sich die Ströme verspäten. Also dann hätten wir unseren I3 mit 90 Grad nacheilend. So, und da wir aber R und L haben, wird das also irgendwo dazwischen liegen. Damit wird Phi 3 irgendwie negativ sein und hier zu finden sein. Dann geht es weiter, wie bereits bekannt. UR3, die Spannung des ohmschen Widerstandes, liegt in Phase mit dem Strom I3 und hat damit ebenfalls den Winkel Phi 3. Also ist das UR3, zeigt uns hier auf dem Kreis den Potentialpunkt 5 an und die Spannung dann, die hier übrig bleibt, das muss UL1 sein. Und natürlich mit dem Thaleskreis ergibt sich hier sofort der rechte Winkel. So, die letzte Variante ist, dass wir jetzt zunächst die Induktivität nehmen und dann den ohmschen Widerstand. Das ist jetzt L2, das ist jetzt R4. Unsere Potentialpunkte 1, 2, 6. Unsere Spannungen UL2, UR4 und die Gesamtspannung U. So, der Maschensatz hier ist UL2 plus UR4 minus U ist gleich 0. Die Visualisierung, das sollte jetzt hoffentlich klar sein. Potentialpunkt 1, Potentialpunkt 6, Potentialpunkt 2. Zwischen 1 und 6 liegt in dieser Richtung UL2. Hier liegt UR4. Ach, das wollten wir blau machen. So, so. Und schließlich von 1 nach 2 liegt die Spannung U. Zur Konstruktion
wir legen wiederum die bekannte Spannung U in die Realachse. Das ist also U. Zeichnen wiederum unseren Thaleskreis um die bekannte Spannung U. Dann brauchen wir wiederum den Winkel des Stromes I4. Kann ich ja nochmal aufschreiben. Phi4 wäre jetzt Arcus Tangens Omega L2 durch R4. Der Winkel liegt natürlich wieder nacheilend, wiederum irgendwo zwischen 0 und in diesem Fall minus 90 Grad, das wäre Phi4. So, jetzt müssen wir allerdings wieder aufpassen und auf die Reihenfolge achten. Das war genauso wie hier, denn wir sehen, dass UR4 seine Spitze auf dem Potentialpunkt 2 hat. Ja, also UR4 liegt in Phase zu I4, also hat den Winkel Phi4, endet aber mit der Spitze auf dem Potentialpunkt 2. So, und das führt genauso wie bei dieser Konstruktion dazu, dass wir den Winkel hier parallel verschieben müssen, damit dann tatsächlich auch die Spannung von R4 hier auf Potentialpunkt 2 endet. So, demnach ist das jetzt UR4. Der Punkt auf dem Kreis, das ist unser Potentialpunkt 6. Und die letzte Linie in diesem Video verbindet den Potentialpunkt 1 und den Potentialpunkt 6. So, der Pfeil zeigt auf die 6, deswegen hier, und der beginnt an der 1. Das ist UL2. So, das war's bereits. Bis zum nächsten Mal.